Frau Thoma kann bitte kommen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Entschuldigen Sie, aber ich habe nun wirklich nicht mehr viel Zeit. Sonst geht mir die Heizung aus. Ja, es sind ja nur noch ein paar Fragen. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Thoma. Ich kann Ihnen nicht mehr darüber sagen. Die Mordkommission hat mich 2 Stunden lang über ihn ausgequetscht. Und jetzt muss ich wirklich... Ja, wir sind ja gleich fertig. Ja, sehen Sie, Frau Thoma, wenn man mit dem Mieter 2 Jahre lang im selben Haus wohnt, dann lernt man ihn doch ein bisschen kennen. Nicht wahr? Och. Nicht mehr als alle anderen Mieter. Na ja, ein alleinstehender junger Mann. Nett, ohne Reichtümer. Ich meine, es fordert doch geradezu heraus, dass man ihm ein bisschen unter die Arme greift, mal einen Knopf vernäht, Suppe kocht. Na ja, das schon. Anfangs wenigstens. Na und dann? Mein Mann war es nicht recht. Ach, eifersüchtig, was? Er ist den ganzen Tag auf dem Bau. Naja, Herr Brandl ging ja erst immer abends weg mit seinen Blumen. Nee, das macht er erst seit einem halben Jahr. Damals war er doch noch beim Theater. Was hat er denn da gemacht? Gesungen, im Chor. Warum hat er da aufgehört? Warum wohl? In der sowas steckt doch immer eine Frau. Mhm. Haben Sie sie gekannt? Vom Sehen. Die war auch bei dem Theater. Tänzerin oder sowas.